Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des Seven Deadly Sins Grand Cross. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Video nennen soll, denn ich habe vor, ein paar Pulls zu machen. Und zwar habe ich mir hier das eine Ticket gegönnt, dass ich eventuell wenigstens einen der drei Charaktere für die Kosmetik-Upgrades bekomme. Das ganze Problem ist nämlich bei diesen Kosmetik-Upgrade-Charakteren, dass nur den Charakter besitzen euch ja nicht reicht. Das heißt, ihr müsst eigentlich hier noch im Heiligen Schatzshop nicht diese Kostüme, die sind alle Müll, sondern ihr müsst hier auf Waffe, dann habt ihr hier unten Events, Eventwaffen, einmal für Jenna, einmal für Zaneri und einmal für Elaine, wenn ich die für Elaine finden würde. Die finde ich aber jetzt gerade nicht, aber normalerweise sind die auf jeden Fall da drin. Hier bei Deko-Gegenstand sind auf jeden Fall alle drei drin. Einmal Jenna, Zaneri und Elaine. Da ihr nämlich draufklickt, habt ihr hier dieses Zeichen, wo dann steht, hol dir einen vorzüglichen Stoff beim Abschluss des Todesmatches Graue Dämon auf dem Schwierigkeitsgrad Hölle. Den könnt ihr nur für Diamanten kaufen, das heißt, es reicht euch nicht, die drei Charaktere zu ziehen. Nein, ihr müsstet auch noch insgesamt für 180 Diamanten euch die Sachen hier holen, weil ja, sonst bringen euch die Charaktere leider nicht so viel. Und damit es leider zu teuer ist, habe ich mir gedacht, ich hole mir nur das eine Ticket, eventuell wird es einer der drei Charaktere, eventuell hole ich mir dann auch noch die beiden Kosmetiks dafür. Das heißt, ich würde gerne hier einmal ziehen. Dann würde ich gerne meine 120 Diamanten im Lost Vein Banner verziehen, denn dann habe ich die 300 voll und kriege nochmal eine garantierte SSR. Dazu habe ich vor, so viele Banner, hier zweimal so einen 5er-Pull zu machen, dann einmal den Part 2 Banner, hier einmal, da zweimal 5 und hier 4x5. Ich würde sagen, wir fangen mit den unspektakulären Dingen an. Das heißt, das hier ist der unspektakulärste. Gucken. Sieht nicht nach. Ja, hier, die kann ich glaube ich auch überspringen. Da ist auch nichts Besonderes drin. Ich ziehe nur gerne einfach alles, was ich eigentlich ziehe, wirklich mit euch immer in den Videos. Zweimal nur R-Charaktere. Läuft. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich besser nicht ziehen sollte? Vielleicht jetzt im letzten. Sieht nicht danach aus. Also haben wir insgesamt nur 4 R-Charaktere und 4 SSR und 16 R-Charaktere bekommen. Wirklich schlechter Banner. So, dann sind wir hier schon durch, dann ziehen wir noch zweimal schnell hier. Vielleicht bekommen wir ja auch aus den nicht garantierten SSR-Tickets irgendwas Sinnvolles. Ja, nur Elisabeths und Meliodasse. Und jetzt nochmal, oder wie? Ja, tatsächlich. Ist da auch noch was anderes drin außer Elisabeth und Meliodas? Ja, oder? Da ist doch auch der grüne King und alles drin. Wir unten. Ah, okay, wir haben als SR-Charaktere nur Elisabeths und Meliodas. Dann ist das natürlich kein Wunder. Oh nein, da wäre die rote Derrieri drin gewesen. Das wäre nice gewesen. Hier irgendwas Interessantes drin. Ja, ich könnte. Den Bahn habe ich glaube ich noch nicht. Und sonst nur Escanor, den ich aus dem Banner sehr gut gebrauchen könnte. Denn wenn ich noch einen grünen Escanor habe, habe ich die Ulti endlich auf 6-6. Das sieht aber nicht danach aus. So, und dann sind wir jetzt schon bei den garantierten Tickets. Wobei, wir machen einfach zwischendrin schon mal hier die Puls. 4 Stück an der Zahl. Das heißt, es sind Lost Vein Puls und halt Free-to-Play Puls plus ja,
Der eine für die, jetzt fällt es mir nicht ein, fürs zweite halbjährliche Jubiläumsbanner, wie man ihn auch nennen mag. Das sieht nicht gut aus. Nope. Dann noch dreimal. Ich bräuchte nur einen Lost Vein Meliodas. Das wäre mega nice. Das sieht wieder nach nichts aus. Meistens, wenn ich Hawk habe, ist es ja sowieso nichts. Ich mag Hawk in der Animation einfach gar nicht mehr. Ist kein Glücksbringerschwein für mich. Sieht auch nicht danach aus, als ob wir eine SSR bekommen. Nope. Aber wir haben wenigstens schön viele SR-Coins drin gehabt. Zwei Pulls und es sieht nicht gut aus. Oh, Escanor-Animation, zwei SSR. Bitte eine davon Lost Vein. Geil. Gleich wieder schön Escanor-Animation am Start. Das macht die beiden vorherigen Pulls natürlich gleich wieder weg. Cruisen. Gib ihm. Nice. Vielleicht ja sogar 3 SSR? Schade, es bleibt bei 2 an letzter Stelle und an 5. oder 6. Entweder jetzt, nein, der danach. Aber es ist wenigstens der Barn, den ich glaube ich noch nicht habe. Blauer Nunchuck-Barn müsste das sein. Schade, schade, aber wir haben noch eine SSR. Vielleicht. Escanor, jawoll! Natürlich hätte ich mich über Lost Vein noch viel mehr gefreut, aber damit habe ich ihn jetzt 6-6. Nice, und wir haben noch einen neuen Charakter dazu. Wir haben noch einen Pull und danach kriegen wir noch eine garantierte SSR. Das könnte auch Lost Vein sein. Ja, wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen viel verlangt, wenn wir jetzt noch eine SSR bekommen würden. Aber bis jetzt wurden wir noch nicht geschlagen. Könnte ja sein, dass wir jetzt trotzdem Rainbow-Schrift bekommen. Leider nicht. Ja, nicht schlimm. Ein Charakter von beiden, die ich haben will, hatte ich schon. Und jetzt muss das bitte endlich Lost Vein sein. Garland. Naja, dann wird halt noch bis zum 29.09. weitergespart und weiterhin das Glück versucht. Ich habe ihn 3 von 6, ich hätte ihn furchtbar gerne 4 von 6. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch unsere garantierten. Ich würde sagen, ziehen wir zweimal hier so einen Multipull. Und dann noch einmal im Part 2 Banner, wo ich natürlich am liebsten der Rieri draus hätte, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Gerade jetzt, wo die Hell Demons draußen sind, ist sie halt für Haulex sehr nützlich, aber natürlich nur, wenn man ein Ausrüstungsset für sie hat. Und das hätte ich zurzeit eigentlich auch noch nicht. Also kein optimales. Müsste ihr ein OR-Set von meinem Escanor oder sowas geben, der 15% Rolls wenigstens drauf hat. Aber ich habe noch kein OR-Gear für sie. Zack, da dürfte, glaube ich, eh nichts Sinnvolles drin sein. Wobei, Matrona Diane kann man später irgendwann gebrauchen. Als Subcharakter sehr gut. Oh, Escanor-Animation. Wer hätte es gedacht? Die
gucke ich mir gern nochmal an, auch wenn nicht wirklich sinnvolle Charaktere drin sein können. Wobei, wenn ich den grünen Anführer Meliodas noch einmal bekommen würde, hätte ich seine Ulti einfach auf 6-6, auch wenn ich den Charakter eigentlich nie spiele. Grausame Sonne. Nice. Mehr wollte ich schon gar nicht sehen. Oh. Was? Es gab noch eine grüne Diane, die ich nicht habe. War mir gar nicht bewusst, aber neuer Charakter nehme ich. So, und jetzt haben wir noch hier den einen Charakter und dort wollen wir am liebsten Derrieri raus. Das heißt, ich klicke sie am besten nicht an, dann weiß das Spiel nämlich, was ich will, gefühlt und gibt mir natürlich nicht das. Wenn ich jetzt natürlich noch die Derrieri ziehen würde, wäre das mega nice, dann hätte ich drei neue Charaktere heute gezogen. Plus noch, also drei habe ich auf jeden Fall neu, weil wir ja noch den garantierten SSR-Banner haben, wo nur neue Charaktere drin sind. Aber dann wären es vier neue Charaktere. Bitte aber jetzt nicht noch ein Escanor. Die grüne Diane habe ich auch schon gefühlt. Könnte ich sie schon 6-6 machen, so oft habe ich sie gezogen. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch schon so weit beim letzten, was ich ziehen wollte. Und zwar wäre das der Banner hier. Und wenn ich mir einen Charakter aussuchen dürfte, hätte ich gerne Jenna. Einfach weil sie für den roten Dämon schon auf Stufe 1 ihren Skill hat, der Haltung abbricht. Zurzeit muss ich das immer mit meinem SRR machen, da geht es erst auf Stufe 2. Bei den Hell Demons haben wir keinen Gopher dabei, nur bei Haulex. Das heißt, das Ganze ist wirklich ein wenig nervig. Zumal man auch ewig lange braucht, wenn man alle Todesmatches machen will. Ich habe heute 12 Todesmatches gemacht, ich habe über 2 Stunden gebraucht. Mit einem Kollegen. War nicht so angenehm. Ich mir jetzt vorstelle, dass ich jeden Tag 6 Todesmatches mindestens machen muss und wenn ich dann wieder arbeiten muss und die Freundin auch wieder daheim ist, ist das Ganze schwer durchzuführen. So, mal gucken, was wir bekommen. Wenigstens hoffentlich überhaupt einer der beiden, der drei neuen Charaktere, die für die Cosmetics gut sind. Nice. Ich habe es gesagt, ich hätte gerne Jenna. Das Spiel hat meine Gebete erhört. Und ich habe Jenna bekommen. Nice. Das heißt, drei neue Charaktere, ein Escanor, den ich haben wollte und leider immer noch keine vierte Kopie von Lost Vale Meliodas. Aber man muss dazu sagen, ich habe ihn ja schon insgesamt dreimal und nur einmal garantiert nach den 900 Diamanten. Das heißt, eigentlich darf ich mich nicht beschweren, aber man wünscht sich halt immer so viel. Dann habe ich hier meinen Escanor, dessen Ulti ich jetzt schön auf 6-6 machen kann. Nice. %1260 und es sind, glaube ich, wo kann ich sie? Kann ich dann gucken, was die kombiniert macht? Kombiniert sind es doch 1260, 1350 oder so. Ich weiß es gar nicht. Hier auf den S-Kanal draufklickt, passiert wahrscheinlich nur genau das Gleiche. Ja, natürlich. Ah, ne, hier. 1440% Schaden. Nice. Damit kann ich jetzt auf jeden Fall auch mega gut Schaden raushauen. Konnte ich davor ja auch schon. Ich frage mich gerade, wieso ich hier so wenig Kampfklasse habe. Kennt ihr das? Meine Jericho hat zurzeit das Set vom Hause angehabt. So, sieht schon wieder besser aus. Und ja, dann war es das mit dem Video von mir.
Ich muss mir überlegen, wie ich das Video nenne, denn ja, ich habe ja jetzt überall querfeldein irgendwo gezogen, wo es ging. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.